Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal Outdoor Survival Krisenvorsorge. Oh, jetzt ist das erste Gartenvideo wieder fällig, 2023. Genau, und da werden wir uns jetzt mal angucken, was wir jetzt so schon im Garten und in den Zelten gezaubert haben. Wir haben jetzt Mitte Mai und da werden wir mal gucken. So, fangen wir wieder an. Unserem Gewächshaus. Da wir jetzt immer noch Nachtfröste hatten, haben wir hier so eine Folie gemacht. So wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier drinne Gurken. Genau. Die haben wir erst gesetzt in den letzten Tagen. Geht es dann mit dem Kräutergarten weiter. So, hier drinnen haben wir Tomaten auf der Seite und auf der Seite. Hier vorne stehen ein paar Radiesel, dort Kopfsalat, Pflücksalat. Dort hinten haben wir ein paar Blumen noch. Kommen noch in Kästen und dort sind auch noch dann Kohlrabis. Genau. Jetzt gehen wir hinter das Zelt. Hier haben wir unsere Erdbeeren hingesetzt. Ja. So, da werden wir jetzt raus zum Feld gehen. So, hier sind wir wieder bei unseren Sträuchern. Wie wir hier sehen können, haben wir schon die ersten Johannisbeeren dran. Hinten sind dann die Himbeeren, Brombeeren. Hier haben wir ein paar Bäume gesetzt, die dann wieder im Wald draußen verpflanzt werden. Und wie man hier sehen kann, kommen schon die ersten Kartoffeln raus. In dem Zelt haben wir alles voller Paprika. Wir hatten dieses Jahr so viele ausgesät. Die sind auch alle gekommen. Also die haben wir vorgezogen. Genau. Und hier sind kleine Tomatenpflanzen drin. Wer sich fragt, was das mit den Bechern auf sich hat, hier kommt immer mal Wasser reingießen, dann kommt das so besser zur Wurzel ran und das spült den Boden dann hier um die Wurzeln so weg. So, hier haben wir Zwiebeln gemacht, davon drei Beete. Die roten Zwiebeln und hier zweimal die hellen Zwiebeln. Ja, hier oben sind dann auch schon drei Beete vorbereitet. Hier kommt dann Bohnen noch hin. Ja, und oben ist dann noch frei für andere Sachen. So. Das war es schon mit unserem kleinen Gartenrundgang. Ja, allzu viel ist ja noch nicht zu sehen. Aber ich denke, als kleiner Einblick erst einmal geht das schon. So.
Ja, also wenn das Video gefallen hat, würde ich mich einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten Kanal fleißig abonnieren. Genau, und dann ciao, bis zu den nächsten Videos.